Guten Morgen, Soldat. Ey, ey, hallo. Ich bin irgendwie gewissermaßen irgendwie Ihr Vorgesetzter. Halten Sie an, drehen Sie um. Ihre Dienstnummer. Ich will Ihre Dienstnummer. Hallo. Arschloch. Diagnose. Arschloch. Hoffentlich fällt dir dann Zigarette ins Depot. Da. Waffendepot. Nee, Munitionsdepot, ne? Egal. Auf jeden Fall euch einen wunderschönen guten Tag. Und ich begrüße euch mit meinen Kollegen, ich nenne dich jetzt Fritz und ich nenne dich Hans. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Ihr begrüßt hoffentlich auch alle Leute, die jetzt eingeschaltet haben, zu einer weiteren Folge von Let's Play Silent Hunter 5. Jetzt haben wir ja von den letzten paar Tagen her nicht so viel voneinander gehört, ne? Es war ja Silvester und Neujahr und so weiter. An alle die, die nur Silent Hunter gucken, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und hoffentlich seid ihr alle gut ins neue Jahr gerutscht. Natürlich den anderen auch einen wunderschönen Tag, geht klar, ne? In der letzten Folge, das möchte ich noch kurz erwähnen, haben wir ja hier aufgehört und haben mit unserem, wie heißt nur Kollege? Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall haben wir mit ihm noch geredet oder wollten noch mit ihm reden, in der Hoffnung, dass er uns irgendwas Neues sagt. Er hat zwar so ein Symbol über dem Kopf, das bedeutet aber nicht wirklich viel. Trotzdem kann ich mal kurz mit ihm mal Willkommen sprechen. zurück, Herr Cologne. Nein, oh Gott, nein, 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 Willkommen stopp. zurück, Herr. Kommen Sie herein, Herr Cologne. So, denn man sieht's oben, wir hatten, glaube ich, aufgehört im Dezember oder im Anfang Januar, soweit ich mich erinnere. Ich habe jetzt meiner Mannschaft ein bisschen Verschnaufspause gegönnt, sie haben sich mal in Berlin und so weiter umgeguckt, solange es das noch gibt. Haben ein bisschen Sightseeing gemacht. Einer war sogar anscheinend unten in Zürich, hat sich das auch mal angeguckt. Er meint, die wären ziemlich neutral ihm gegenüber. Bei den Österreichern hat auch einer anscheinend, war er da, hat dann einen Schnitzel mitgebracht. Hat er mir mitgebracht. War natürlich nicht mehr gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Februar. Ich musste ein paar Mal überspringen im Prinzip, weil diese Mission, die jetzt gleich kommen wird, die jetzt aber noch nicht angezeigt wird, weil die einfach noch nicht kam. Und naja, jetzt haben wir halt Februar und jetzt gehen die Ereignisse hier weiter. Ich hatte auch übrigens in den Kommentaren gelesen, wann Frankreich fällt. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Fakt ist noch nicht jetzt, irgendwann Sommer erst. Da gab es ein genaues Datum. So, auf jeden Fall, es ist Februar, der 19. Und wir hatten, wie gesagt, aufgehört im Dezember. Das bedeutet, ein paar Feindfahrten sind halt vergangen. Darauf wollte ich Herr hinaus. Cologne! So, bevor wir jetzt wieder aufbrechen Ja, und die was wünschen nächste Sie? Mission starten, von der ich jetzt schon weiß, aber ich euch noch nichts erzähle. Rüsten wir mal schnell unser U-Boot ein bisschen weiter auf. Nämlich zum Beispiel hier. Das ist gut, dass das direkt schon aufgezeigt wird. Wir hatten in dem letzten U-Boot, hatten wir dieses neue KDB drin, ne? Kristalldrehbasisgerät. Da wir aber vor, keine Ahnung, zwei, drei Folgen irgendwann mal das U-Boot gewechselt haben, wurde uns das irgendwie rausgenommen, abmontiert. Finde ich ein bisschen blöd. Jetzt haben wir es wieder drin, ne? Interessanterweise aber, haben wir aber trotzdem in der letzten Folge erfolgreich diese beiden Konvois erwischt. Das ist eigentlich ein Wunder der Technik, dass das überhaupt möglich war. Weil hier haben wir im Prinzip nur eine 140-Grad-Abdeckung. Und hier haben wir halt eine 360-Grad-Abdeckung. Das bedeutet, hier hätten wir deutlich schneller oder mehr gesehen als hier. Hier geht uns halt ein kleiner Bereich einfach flöten. Ja, also, ja. Ihr wisst schon Bescheid. Bei dem Radarwarngerät und Täuschkörper-Dingens gibt es nichts Neues. Aber hier bei der Turmflak. Und da haben wir jetzt anstatt der einfachen 2 cm Flak 30, bekommen wir jetzt die 2 cm Zwillingsflak 38. Höhenrichtfeld minus 2 bis plus 90 Grad. Okay, also senkrecht. Und Kadenz 400 Schuss die Minute hatte. Warte mal, was hatte es hier? 200, 120 Schuss die Minute, aha. Dann, okay, die Abdeckung war gleich. Magazingröße 20 Schuss. Auch 20 Schuss, 40 Gesamt. Nachladezeit 5,5 Sekunden, da hat sich auch nicht viel dran geändert. Ja, wie gesagt, Zwillingsflak ist auf jeden Fall immer besser. Rüsten wir aus, haben wir ja noch ein bisschen Ansehen. Da wir ja auch eine Menge auch schon zerstört haben. Das gleiche gilt für die Achterdeckflak, die können wir auch aufrüsten. Leider Gottes ist die 8,8, also die SAK, ist leider nicht aufrüstbar aktuell. Ja, ich ziehe Sicher, das immer was noch schwebt Ihnen durch. denn vor? Vielleicht aber später. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da überhaupt eine Aufrüstung gibt. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, von meinem letzten Mal, wo ich gespielt habe, ganz, ganz viele Jahre zuvor.
Da bin ich aber auch nicht ganz durchgekommen mit dem Spiel. Also da habe ich, vorher irgendwie aufgehört, keine Ahnung. So, haben wir hier noch irgendwas anderes? Anstrich bleibt gleich. Mailing können wir noch ändern. Da ich ja schon weiß, worum es sich dreht, würde ich jetzt nichts mit England nehmen. Nicht primär mit England. Sondern mal was Neues ausprobieren. Im Prinzip, ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr haben wollt, wenn es da Wünsche gibt. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal... Ja, das erhobene Schwert, oder? Kostet nicht viel, sieht bestimmt irgendwie cool aus. Und damit wären wir fertig. Sie werden Ihre Dame nicht mehr wiedererkennen, wenn ich mit ihr fertig zurück, bin. Herr Kalon. So, wir gehen wieder auf Feindfahrt. Haben kein Missionsziel, das ist mir deutlich bewusst, klar. Macht aber nichts. So, was haben wir denn hier? Achten Sie darauf, dass sich Ihr Seerohr nicht zu lange über dem Wasser, über der Wasseroberfläche befindet. Es ist besser, das Seerohr regelmäßig, aber jeweils nur kurz zu benutzen, um die Gefahr einer Entdeckung zu verringern. Klingonisch ist aber so. Nee, ist natürlich logisch, ne? Mache ich auch im Prinzip. Also gerade wenn wir in Zerstörerkonvois sind, dann gucke ich im Prinzip nur ganz kurz raus. Spätestens dann, wenn ich angreife. Und ansonsten verlasse ich mich dann auf die Peilung. Oh Gott. Kurs 2, 3, 7. Halbe Fahrt voraus. Maschinenstopp. So, zwei Sachen, bevor ich hier weitermache. Sache 1, ich hatte in einem der Ladescreens einen coolen, also einen halbwegs coolen Spruch oder auch interessanten Spruch gefunden. Und zwar vom Karl Dönitz. Der beschreibt, die Amerikaner sind nur deswegen so gut im Krieg, weil Krieg Chaos bedeutet und Chaos für Amerikaner Standard ist oder alltäglich ist. Und gerade heute, in Zeiten von Präsident Trump, finde ich das irgendwie ziemlich arg zutreffend oder erschreckend zutreffend, wenn man bedenkt, dass es noch vom Dönitz kommt, ne? So, hier oben haben wir die besagte und schon vorab erwähnte Mission, und zwar Operation Weserübungen, die voraussieht, dass wir ein Schlachtschiff in den norwegischen Hoheitsgewässern zerstören müssen und, oder was die norwegischen Hoheitsgewässer anfährt, zerstören müssen. Und drei britische Schiffe in der Nähe von Narvik. Narvik ist hier oben. Die Missionsbeschreibung lautet, 90% des Eisenerzes, das Deutschlands Kriegsmarine aus dem neutralen Schweden bezieht, geht vom norwegischen Hafen Narvik ab. Der deutsche Führungsstab rechnet damit, dass Großbritannien in Norwegen einmarschieren wird und plant die Invasion von Dänemark und Norwegen für den 9. April. Von besonderer Wichtigkeit sind die Häfen und Luftwaffenstützpunkte, über die wir unser Operationsgebiet in weit und über den Nordatlantik hinaus aussehen können. Ja, genau. Puh. Würde ich sagen, planen wir mal den Weg. Scheiße. Dann planen wir mal den Weg nach da oben. Eskorte in Sicht. Kurs 170. Die Frage ist halt, inwiefern wir das Ganze abfahren müssen, also ob das Schlachtschiff wirklich hier unten dann uns schon direkt entgegenkommt, also gleich zeige ich es gleich nochmal, oder ob wir wirklich oben in das markierte Gebiet reinfahren müssen. Ich bin da mal gespannt, sag ich mal. So, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz aus dem Hafen rausfahren und dann werde ich wieder entsprechend das Ganze erklären und meinen Plan erläutern. Aber solange ich nicht hier aus dem Hafen draußen bin, bin ich nicht ruhig. Das ist kritisch. Gerade so bei meinen U-Boot-Fahrkünsten ist es echt eine Kunst, wenn ich da mal keinen Unfall baue. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, das klappt. Perfekt. So, hier haben wir nämlich schon die ersten Leute, die in mich rein crashen wollen. Stopp, das klappt nicht. So, müssen wir ein bisschen Kurs beidrehen. Damit wir da nicht reinrammen. Eskorte in Sicht. Kurs 3, 3, so, perfekt. Dann klappt das. Dann sind wir dran vorbei. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt mal vor Norwegen rum. Die anderen Aufträge haben wir ja erfolgreich schon extrem früh beendet. Wenn man mal bedenkt, dass wir mit den Aufträgen hätten im Juni fertig werden müssen. Und im Prinzip sind wir jetzt schon fertig. Und das ist sehr, sehr früh. Kurs 3, 1, 1. Zum Beispiel hier hatten wir Juni. Hier hatten wir auch Juni, genau. Und das andere war März, ne? Wo ist denn die letzte Mission? Ach so, 4. März. Ja gut, dann ist es damit auch schon geregelt. Gut, dass wir die jetzt erfolgreich abgeschlossen haben.
Wir hatten ja relativ viel Zeit für alle. Da ist Rauch am Horizont. Guck mal, die Malaria ist wieder im Hafen in Scapa Flow. Da waren wir ja in der letzten Folge. Und die Rodney. Weswegen ich Scapa Flow anklicke, werden sich die ein oder anderen fragen. Natürlich, wie gesagt, weil wir in den letzten Folgen da waren. Zum einen. Aber auch zum anderen, weil wir jetzt die HMS Warspite uns cachen müssen. Die haben wir ja auch schon gesehen. Oder die kam uns ja auch schon mehr oder weniger ungewollt in die Quere. Die lag nämlich auch einmal in Scapa Flow, wo wir da waren und die Hilfskreuzer zerstört haben. Ja, und die dürfen wir jetzt jagen und suchen. Beziehungsweise erstmal suchen und dann jagen. Um die ganze Vorspannung ein bisschen wegzunehmen, natürlich wird die auch per Eskorte beschützt. Das bedeutet, wir sind da nicht, die ist nicht komplett alleine. Dementsprechend müssen wir ein bisschen aufpassen und dürfen nicht so viel Scheiße bauen. Aber ich denke mal, wenn wir da ein bisschen taktisch vorfahren und uns ein bisschen entspannt hier nach vorne bewegen, dann sollte das auch klappen. Ich meine, wir haben im Prinzip Glück gehabt bei dem scheiß Flugzeugträger da unten. Das war ein Zufall. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob das gleiche dann für die Warspite gilt, die hier irgendwo rumtuckert. Müssen wir jetzt hier das Gebiet abfahren oder müssen wir nur da oben lang tuckern? Das ist die Frage. Wir fahren einfach mal hier die Küste ab und wenn wir da schon was finden, dann, ja, dann ist gut. Ansonsten ist halt blöd. Vor der Fahrt, also äußerste Fahrt können wir übrigens auch mal machen, weil das habe ich eben gerade vergessen. Wir sind mit normaler Fahrt quasi einfach aus dem Hafen rausgetuckert. Ja, ne? Ist halt so. Wenn wir hier gleich eine Peilung bekommen von mehreren Schiffen, was ist das? Kriegsschiff? Handelsschiff. Wenn wir gleich eine Peilung bekommen von mehreren Kriegsschiffen, dann müssen wir halt einfach mal, ich sag es mal, klein beidrehen und Angriff nehmen. Weil das ist mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit dann wirklich das Schlachtschiff und die Zerstörer, die noch nebenbei mit rumtuckern. Aber es ist halt einfach ein riesiges Gebiet, was wir da abfahren müssen, absuchen müssen. Es ist gar nicht mal so einfach. Naja, wir fahren auf jeden Fall erstmal schön entspannt rein. Wir können uns übrigens mal... Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wir haben gerade sogar noch Tag. Natürlich, Sturm. Hoher Wellengang, ist klar. Ist mal Luke dicht. Ich wollte mir einfach im Prinzip mal die neue Flak angucken. Hey, der Witzker. Die neuen Flaks, Plural. Schlecht sehen sie ja nicht aus, ne? Hatten einen guten Effekt. So, und das ist mir gerade auch noch eingefallen. Ich habe ja die Außenbordkamera oder Außenkamera prinzipiell aktiviert. Und mir stand in den Kommentaren, das ist mir gerade jetzt eben gerade in dem Moment eingefallen, danke nochmal dafür, dass man ja die Außenkamera mit F2 aktivieren kann. Ja, und das können wir jetzt einfach mal tun. Es sieht schon geil aus, also da muss ich einfach mal eine Lanze brechen. Können nicht viele Spiele von sich behaupten, dass sie wirklich auch schönes Wasser texturiert bekommen. So, eine Sache möchte ich mal gucken, bevor wir gleich wieder weitermachen. Und zwar unter Wasser. Ist halt alles animiert, ne? Ist nicht nur einfach so, dass wir nur das obere sehen, sondern wir können halt das ganze U-Boot animiert sehen. Auch das, dieses Sonar, das, ne? Radar, meine ich. Das müsste sich da vorne auch irgendwo drehen. Oder hinten irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo es angebracht ist. Naja, gut, wir machen mal weiter. Da vorne ist es. Da. Der kleine Böppel. Der dreht sich. Wie gesagt, das ist alles animiert. Das ist nicht stationär. Das ist für ein Spiel aus dem Jahre 2010 eine ganz schöne Leistung, meiner Meinung nach. Quasi der Vorreiter seiner Zeit. Was ich auch nochmal kurz gucken könnte, ist... oh Gottes Willen, wir haben 29 fucking Bevölkerungspunkte. Leck mich am Arsch. Die können wir doch erstmal gut investieren, oder? So, dann machen wir mal... Was haben wir denn hier? Fähigkeit schnellere Batterieladung, Stufe 4. Auf jeden Fall. Wie viele Punkte kostet denn das Ganze? Kostet einen Punkt. Ach komm, das nehmen wir mal mit. Dann läuft leiserer. Ja gut, das brauchen wir jetzt erstmal primär nicht. Wir gucken mal, was die anderen noch zu bieten haben. Geschützführer zum Beispiel. Der hat eine erhöhte Nachladegeschwindigkeit. Das finde ich sehr gut. Kostet einen Punkt. Das ist ja billig. Ich bitte dich. Kostet das hier? Kostet einen Punkt. Alter, das ist ja lächerlich.
Das rüsten wir mal komplett auf hier. Also einen Punkt können wir uns wirklich halt geben. Der Funker. Was haben wir denn hier noch? Ein erfahrener Funker weiß, wie das Funkmessgerät eingestellt werden muss, um seine Reichweite und Ortungszeit zu optimieren. Das auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ein erfahrener Funker weiß, wie das Funkgerät eingestellt... Fähigkeit Peilgerät. Okay. Dann rüsten wir das auch auf jeden Fall mal auf, weil das könnten wir tatsächlich erst gebrauchen. Bei Suchoption. Suchmission. So, der Horcher, der ist für Unterwassergeschichten ganz, ganz praktisch. Aber ein erfahrener Gerätebediener weiß, wie das Horchgerät eingestellt werden muss, um seine Reichweite und Ortungszeit zu optimieren. Und was haben wir hier? Verringert die Sichtbehinderung durch Dunkelheit. Machen wir das auch nochmal hoch. Ich finde, sowas kann man halt immer machen. Und dann machen wir das hier nochmal voll. Kann man durch Dunkelheit kommen. Ja, dann machen wir das voll. Das kostet nur einen Punkt. Haben wir 9 Punkte noch übrig, die können wir irgendwo noch verteilen, keine Ahnung wohin. Zum Beispiel, ja gut, Sauerstoffrationierung, das hatten wir bisher nicht das Problem. Was haben wir hier? Mit der Zeit verlieren Besatzungsmitglieder auf See ihre gute Moral, aber die Zuversicht verbreitet, ein durch Zuversicht verbreitender Offizier kann seine Kameraden sehr gut motivieren. Ja. Machen wir mal einen Punkt. Ich weiß nicht, ob das sowas viel bringt und inwiefern das was bringt. Beim Torpedoschützen. Verringert die Chance auf Torpedoversage. Da hatten wir bisher noch nicht viel. Dann würde ich aber trotzdem mal sagen, dass wir das ein bisschen reduzieren. Kostet einen Punkt. Ja, komm. Machen wir mal auf Stufe 3. Die Nachladezeit ist aktuell noch nicht das Problem, da wir ja mehr Rohre haben und das ohnehin noch nicht so viel dauert. Nicht so lange dauert, ist das schon... Kein Ding. Die maximale Tauchtiefe könnten wir ja noch machen. Und was haben wir hier? Wendiger. Naja gut, das Wendiger brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, dann. Das brauchen wir nicht. So, schnelleres Auftauchen und Abtauchen. Das ist auch nicht verkehrt, das können wir mal machen. Maximale Tauchtiefe des Bootes erhöhen. Ja, dann machen wir das doch mal. Die Frage ist halt, auf wie viel Meter wir dann runterkommen, ne? Nee, Moment, ich will noch eine Sache, ich möchte nachgucken. Achso, ihn hatten wir schon, ne? Ja. Ja, dann kloppe ich das beim Navigator rein, dann ist das U-Boot ein bisschen manövrierfähiger. Ja. Dann lassen wir das so. Dann sind wir jetzt ganz flink im Auftauchen und im Abtauchen. Ich bin mal gespannt, inwiefern das sich dann auswirkt auf Kampfsituationen, ob wir dann wirklich einen Vorteil haben oder ob das einfach nur so, ja, so ein unmerkbarer Vorteil ist, den wir jetzt nicht weiter brauchen. Mal gucken. So, dann geben wir mal wieder ein bisschen Gas, ein bisschen Beschleunigung oben in der Zeit, im Zeitraffer. Gebiet um Narvik hier. Ja, gucken wir mal. Wir brauchen jetzt einfach nur eine verdammte Peilung. Mehr will ich doch gar nicht. So ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück für die Folge. Komm. Gib mir das Glück. Gib mir das Glück. Interessant, dass hier einfach gar kein Schiff langfährt. Also wirklich gar keins. Sind wir schon wieder aus dem Operationsgebiet raus? Ja, ne? Nee, doch nicht. Das geht noch bis da hinten. Wir haben nicht genügend Wasser unter dem Kieler Kalein. So, jetzt wird es hier langsam etwas flach. Das bedeutet, wir müssten uns Gedanken machen, wie, wenn wir angreifen, wie wir angreifen und was wir angreifen, weil viel und tief tauchen können wir halt nicht. Das sieht man auch schon in dem hellen Wasser. Nee, schaut schlecht aus. Dann würde ich sagen, drehen wir direkt wieder um. Ich möchte jetzt nicht nach Narvik direkt reinfahren, weil dann am Ende zählen würde die Kills nicht. Deswegen machen wir mal den Heimweg. Was heißt Heimweg? Wir fahren einfach wieder zurück. Und wenn die Warspite hier irgendwo rumfährt, dann kriegen wir die auch bestimmt irgendwann mal geködert. Einfach hier mal ein bisschen das Gebiet abfahren. Sollte ja jetzt nicht so schlimm sein. Ich hoffe mal, mit meinem Zickzack-Kurs komme ich auch irgendwie über die Runden. Wortwörtlich.
ist es halt ein verdammt großer Fjord, ne? Oh, was haben wir denn hier? Was bist du? Was bist du? Ey, bin ich eben bescheuert? Er will nicht sagen, was er ist? Sieht aus wie ein Handelsschiff, oder? Rohr 1 wird geschlossen. Oh, jetzt habe ich gerade das Rohr 1 geschlossen. Okay. Das hatte ich auch schon mal irgendwo in einem Forum. Ach, ist ein Handelsschiff. Warte mal, liegt das im Operationsbereich? Weil dann könnten wir ja einfach mal reinhalten, einen Torpedo. Ja, dann würde ich sagen, freie Fahrt, ne? Ich meine, dann können wir direkt den oberen Torpedo verwenden. Sollte jetzt kein Ding sein. Und dann können wir mal gucken, wie meine neue Mannschaft sich im Schießen anstellt. So, einmal hier ran, bitte. Wo war denn das verdammte Schiff jetzt? Ach, da. Oh. Er sieht mir nicht bewaffnet aus, oder? Ist ein unbewaffnetes Handelsschiff. Finde ich gut. Also wenn es ein unbewaffnetes ist, dann finde ich das sehr, sehr gut. Judy, dann fahren wir mal einfach zu ihm rein. Auf nähere Distanz. Das sind immerhin 3000 Meter, das ist schon ordentlich. Jetzt ist es 1 Kilometer, jetzt können wir uns mal langsam auf den Gefechtsstand einnorden. Ach, guck mal, du hast sogar Tarnung drauf. Ja, nutzt dir halt einfach nichts, ne? Rohr 5 wird geschlossen. Rohr 1 wird geschlossen. So, Stufe 3. Rohr 2 wird geschlossen. Wollen wir auf Stufe 2 gehen, um sicher zu gehen. Also erstmal nehmen wir natürlich hier Fahrt raus, ne? Maschinenstopp. Oder machen auf leichte Fahrt so. Halbe Fahrt voraus. Dann können wir im Prinzip kommen. Wir machen schnellste Fahrt und dann cachen wir bei der 2. Maschinenstopp. Volle Fahrt zurück. Maschinenstopp. So, mein Kollege, komm doch mal zu mir. Er traut sich halt nicht wirklich, ne? Merkt man. Kleine Fahrt zurück. So. Kommst du jetzt mal in meinen Bereich, Alter? Kann er nicht angehen. Maschinenstopp. So, den Wegpunkt verwerfen wir mal schnell. Nicht, dass das Schiff noch auf dumme Gedanken kommt. Wegpunkt. Upsala. Ach, man kann hier anscheinend auch... Kann man... Ah, cool. Man kann die Kamera auf das Ziel, wenn man draufklickt, fixieren. Das ist nice. Gefällt mir. So, dann warten wir mal, bis er wieder in unseren Bereich reinkommt. Der dreht zu uns, oder? Du willst uns aber nicht rammen, oder? Das fände ich jetzt echt nicht ganz so toll. Ja, dann würde ich mal sagen, Feuer frei. So viel können wir ja nicht verkehrt machen. Ansonsten machen wir ihn halt einfach mit der Bordkanone platt. Was wir ja sowieso machen werden. Torpedotreffer. Der war gut. Das war ein sehr guter Treffer. Ich mag das mal, wenn Schiffe bei dem ersten Treffer schon hochgehen. Also, ne, Schaden annehmen. Ja, bitte. Deckgeschütz besetzen. Und macht mal Feuer. Feuer frei. Ja, komm. Nein. Ah, falsche Taste. Jetzt. Ja, die sind effektiv. Die sind mittlerweile ziemlich effektiv. Na, das war drüber, du Affe. Mittlerweile macht es, glaube ich, sogar wirklich mehr Sinn, wenn wir... das hat gerumst. Wenn wir tatsächlich die Besatzung hier oben nehmen und die schießen lassen und nicht mehr selber schießen. Weil die sind mittlerweile ziemlich treffsicher und haben die guten Spots wirklich raus. Das sieht man. Also die machen einen großen Schaden mit ihrem Schuss. Gut, der ist jetzt drüber gegangen aufgrund von Wasser und Wellengang, ne? Sehr schön. Ja, komm, jetzt braucht ihr nicht nochmal reinhalten. Das reicht, das reicht. Jetzt stopp, Ende. Hört auf. Hört's auf.
Dankeschön. Ja, zwei haben sie verschwendet. Die sind drüber geflogen, aber das hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie gemacht. So, hoffe ich jetzt mal arg, dass das gezählt hat. Wenn nicht, dann gibt's Tod, hey. Hat gezählt, sehr gut. Versenken sie drei britische Schiffe, das... Ihr könnt mir doch nicht sagen, wenn das hier 100% sind, dass das... Doch, da steht 3. Ich dachte gerade, da stände 4 oder so. Aber selbst 4 hat auch keinen Sinn gemacht. Ein Drittel wäre halt irgendwie hier, ne? Und das ist da. Okay, aber wenigstens hat's gezählt. Ich sollte aufhören, mich zu beschweren. Immerhin ist ja nicht selbstverständlich. So, dann machen wir mal den Außentorpedo, den wir außen gelagert haben, holen wir jetzt mal rein. Und in der Zeit plane ich mal den weiteren Kurs. Denn wir haben ja noch, wie gesagt, die Suche vor uns nach dem Schlachtschiff, nach der Warspite. Nehmen Kurs wieder auf. Neuer Wegpunkt. Kurs 2, ist mir nur eingefallen 2, und fahre nicht in das alte Schiff rein. In das zerstörte. Können wir eigentlich mit der Außenkamera da rein? Oder ist es jetzt schon weg? Doch, weißt du, was wir machen könnten? Ich muss jetzt mal ein bisschen Gebrauch von der Außenkamera machen. Da sieht man wunderbar das Schiffchen hier sinken. Bis es irgendwann mal hier unten ankommt. Das tut mir in der Seele leid, aber... Naja, so ist es. Und davon übrig bleibt nichts. Außer ein bisschen Blubberbläschen. Und Rauch. Und das sind wir. Das ist cool. Also ganz ehrlich, mit der Außenperspektive hier mal sich das anzugucken, das hat schon was. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man U-Boote von oben sehen kann aus der Luft, wenn sie aufgetaucht sind. Die ziehen einfach einen riesigen kleinen Schweif hinter sich her. Also ein riesigen kleinen, das ist auch lustig. Die ziehen einfach einen Schweif hinter sich her, wie sonst was. Deswegen, wenn man sie finden möchte, dann halt einfach nur aufgetaucht oder halt, wenn man wirklich drüber fliegt und von oben sie unter Wasser sieht. Das können wir nachher mal ausprobieren, wenn wir auf Tauchstation sind. Aber sieht schön aus, oder? Ich finde, das hat was. Hat was majestätisch und gleichzeitig Bedrohliches. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich nämlich. Ja, wir machen uns mal wieder auf die Suche nach der Warspite. Wie viele Minuten sind wir? Ja, schon. Sind noch gut dabei. Das geht schon. Ich müsste mich wirklich mal dazu zwingen, mal in der nächsten Folge diese Abstimmung am Anfang der Folge zu machen. Über die Folgenlänge. Ob das für euch in Ordnung ist im Prinzip. Wenn die Folgen immer so, ich sag es mal, 40 bis 50 Minuten lang sind, weil das ist schon... Oder letzte war ja, glaube ich, sogar über eine Stunde. Das ist schon eine arg Deluxe-Folge. Schon fast eine Deluxe-Folge. Zumindest was andere YouTuber betrifft. Bei mir, ich mache das ja leider Gottes ab und an eigentlich öfter als gewollt. Ist es nicht schlecht, ne? Aber wer halt nicht die Zeit dazu hat, für den ist es dann wiederum blöd. Ja, deswegen wollte ich mal so eine Abstimmung machen, ob das... es ist natürlich auch blöd, wenn ich dann quasi bei jeder 20. Minute einen rigorosen Cut setze, auch wenn nichts passiert ist. Und gerade bei Silent Hunter kann es halt auch mal, sieht man ja auch, kann es ja auch eben passieren, dass halt mal einfach nichts passiert. Dann steht man hier, fährt diesen verdammten Kurs ab und sieht nichts. Na, ich fahre hier einfach mal die Route ab. In der Hoffnung, dass ich was finde. Oh. Okay, warum hat das jetzt gestoppt? Stopp. Warum hat das jetzt gestoppt? Ah, hier, okay, gut. Handelsschiff. Liegt nicht in unserem Gebiet, deswegen scheiße ich mal drauf. Ja, Warspite, wo bist du? Wo bist du? Ich suche immer noch nach dir. Ich suche immer noch nach dir oder ich suche dich immer noch. Geht beides, ne? Wir brauchen eine Peilung. Eine Peilung wäre was Schönes. Fahren wir hier hoch. Und darunter. Bis wann haben wir denn eigentlich Zeit? Ach, 9. April. Jo, das wird knapp. Das haben wir nämlich schon Anfang, Mitte März.
Aber wir konnten den Auftrag halt auch nicht früher annehmen, das ging nicht. Das möchte ich nochmal ganz kurz einwerfen. So, hier runter nochmal. Wir brauchen einfach im Prinzip nur einmal Glück, dass uns dieses Kackschiff irgendwo mal begegnet und dann hätten wir's. Ja, im Prinzip übrigens ist es auch so, dass ja die ganze Geschichte mit von wegen, ich fahre hier wie bescheuert rum und suche nach dem Scheißschiff, im Prinzip ja wirklich der mehr oder weniger Realität entspricht, weil man ja eben im richtigen Krieg damals halt auch einfach nur irgendwo langgetuckert ist und gesucht hat. Es war im Prinzip eine reine Such- und Zerstörermission. Und hat auch entsprechend ewig gedauert, bis man was gefunden hat. Kurzer Kontrolle. Gut, in Scarpa Flow ist gerade keiner. Das bedeutet, wir sind in der Lage, das Vieh hier draußen zu treffen. Ich brauche... I need a Peilung. Peilung. Peilung is what I need. Wenn die jetzt die ganze Zeit hier unten rumfährt, dann gibt's Tote, ne? Also wenn die und unten bei Bergen rumfährt, dann... Oh, speichern. Oh, das ist ein halbwegs gutes Symbol. Das bedeutet, dass das Schiff vielleicht eventuell in der Nähe sein könnte. Kann aber auch bedeuten, dass einfach nur die nächste Autospeicherung ready war. Gut, weiter geht's. Es geht weiter mit dem Suchen. Ich könnte natürlich auch mal die Häfen irgendwie abfahren. Aber in den Häfen zählt das ja meistens nicht. Oh, was haben wir hier? Ein Handelsschiff. Wo ist denn diese Trax Warspite? Die muss doch hier irgendwo rumtuckern. Kann doch nicht angehen. So, hier oben. Handelsschiff. Ja, die fahren halt alle nach Navik rein, ne? Ich brauche einfach nur eine Peilung. Das kann doch nicht so schwer sein. Bisschen Glück. Lasst das Glück auf meiner Seite sein. Oder halt auch einfach nicht. Moment, was haben wir hier? Und was haben wir hier? Kriegsschiff, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wollen wir mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Haben wir eventuell noch eine Peilung? Das wäre halt echt ziemlich geil. Ja gut, dass ich einfach noch gar nichts sehe. Wir könnten natürlich mal den Cheat-Mode aktivieren und einfach mal darüber fliegen. Kurs 2-0, da. Ja, das sehe ich, es ist auf der K.A. da hinten, ganz, ganz da hinten erfassen. Ja, dann würde ich mal sagen, gönnen wir uns einfach mal den Quatsch mit dem Cheat-Mode. Es ist zwar kacke, natürlich ist das kacke, aber dann sieht man halt auch mal so ein Schiff von der Nähe, so ein Kriegsschiff, weil ansonsten sehe ich das halt immer nur abgetaucht, das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Und vielleicht bekommen wir gleich eine schöne Perspektive von der Warspite, wenn sie da... Das ist ein Kampfverband. Ich glaube, das ist sie. Das ist die. Also jetzt, wo ich den Kampfverband sehe, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das ist. Na, oh, das ist ein verdammter Handelskonvoi. Willst du mich verarschen? Das ist ein Handelskonvoi. Das ist ein verfickter Konvoi. Da ist Rauch am Horizont. Und ich freue mich, dass es die Warspite sein könnte, weil ich dachte, es sind mehrere Schiffe. Yo, nee, ne. Ja, macht nichts. Gut, dann machen wir halt jetzt den anderen Teil der Mission. Er hat mich hier falsche Sachen glauben lassen. Hat aber irgendwie was, auch mal so ein Schiff von der Nähe zu sehen, oder? Heute ist der Tag der Expedition. Ich werde das natürlich die nächsten Folge nicht mehr so oft machen. Aber cool ist es allemal. Finde ich. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Kampfstation unter Wasser und gucken mal, was jetzt weiter noch passiert. Da das ja wirklich anscheinend echt nur ein verdammter Handelskonvoi ist, können wir da nicht wirklich viel erwarten. Es sei denn, die versteckt sich hinten noch irgendwo, ne?
Nein, das ist einfach ein verdammter, neuer Kontakt, ganz klassischer Handelskonvoi. Mit langsamer Fahrt, näher kommend, in 12. Ja, in schade drum. Entfernung. Aber wenn die das so gut beschützen, dann kann das ja nur bedeuten, dass da wertvolle Fracht drin liegt. Ja, das sieht natürlich von hier hinten ein bisschen bedrohlich aus, ne? Wenn man so ganz viele Rauchschwaden nur sieht, dann könnte man wirklich denken, dass es die Warspite ist. Ist sie natürlich dann auch nicht. Wir haben einen Kampfverband. Schön wär's. Kurs 3, 2. So, dann mache ich mich als Kapitän schon mal unter Deck, weil wir wollen ja nicht über Deck angreifen, das wäre taktisch unklug. So. Und bevor wir gleich in den Kampfverband reinfahren, machen wir natürlich dann Folgendes. Schon lustig eigentlich, wenn man sich mal anguckt, hier hat man einen Kreisring aus ganz, ganz vielen Kriegsschiffen und innen drinne ein kleiner Konvoi von Handelsschiffen. Die müssen diese Schiffe echt unglaublich stark bewachen, aus mir nicht ersichtlichen Gründen. Natürlich, klar, ein Handelsschiff ist nur ein Handelsschiff aus meiner Sicht, aber für die ist das natürlich dann wieder verlorene Mannesstärke und Schiffstärke und Kriegsstärke und so weiter und so fort. 16 in großer Entfernung. So, jetzt möchte ich nochmal eine Sache machen, bevor ich da reinfahre. Wie gesagt, nein, das nicht. Das, nein, ich... Junge, wir greifen gleich an. Du bist jetzt einfach mal ruhig. Mit dir hatte ich schon gesprochen. Mit wem wollte ich denn hier reden? Wo denn? Ach so, er hier ist oben, ne? Klar. Dann begebe ich mal mich zum nächsten Tiefenmesser. Da wollte ich übrigens auch noch was nachgucken, ne? Das Tiefenruder? Nee. Das hier, das ist nämlich, glaube ich, die präzisere Angabe für die kleineren Tauchgänge. Ja, das ist der Tiefenmesser für die etwas sensibleren Bereiche. Bis 25 Meter kann man das hier ablesen und ab 25 Metern ist es dann besser, das hier abzulesen, weil das hier ist ungenau und das hier ist relativ genau. Fragt mich nicht, inwiefern das gemessen wird. Ich vermute mal über den Druck. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, tatsächlich. Weil man hat ja hier keine Schnur irgendwie hinten raushängen, die dann sagt, wie tief es ist. Auf E-Maschinen umschalten. 9 Meter, 10 Meter, Tiefe beträgt 11 Meter, 0 Meter, 12 Meter. Ich glaube, zwischen 12 und 13 Meter bleibt das dann. Ach, guck mal, und hier haben wir jetzt das Seerohr. Also wenn ich das andere Rohr auch noch ausfahre? Wo ist es denn? Ach, egal. Finde ich cool, dass man das hier sieht. Dass es auch alles animiert ist. Hat was. Man lernt heute in dieser Folge die ganzen Kleinigkeiten kennen. Oh, was haben wir hier? Warte mal, hier hat da gerade irgendwas geleuchtet, oder? Ach, ist ja lustig. Druckluftvorrat. Gott, die ganzen Anzeigen funktionieren. Das ist interessant, das ist cool. Wir können natürlich auch, habe ich das in den letzten Folgen gezeigt, dass wir hier an den ganzen Maschinchen, an den ganzen Rädern rumdrehen können, wie ein Bescheuerter, also auch selber horchen können. Machen wir natürlich jetzt nicht. Alter, nicht mit dir. Nein, auch nicht mit dir. Wo ist denn mein erster Vollhorst? Wo war denn hier Alarmstation? Alles auf Gefechtsstation. Das war doch bei ihm hier, oder? Bei dir, du hattest Reparatur. War das bei dir war das, aber warum geht das nicht? Nicht jetzt. Wir unterhalten uns später darüber. Ah, okay. Ah. Ich habe die schon fünfmal angeklickt, macht ja nichts. Dann machen wir auf Gefechtsstation. Auf Gefechtsstation. Ja. Die Mannschaft hat mehr Leistung. Der erste Offizier gibt Alarm und jedes Besatzungsmitglied gibt auf seiner Station sein Bestes. Die Effizienz des gesamten U-Bootes wird erhöht. Das ist doch sehr gut. Meine Erwartungen sind halt ein paar Schiffe jetzt zu zerstören. Und nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier. Keine Ahnung, mal gucken. Und dann hätten wir das erledigt. Moment. So. Das Angriffsseerohr einfach mal ganz schnell rausluken lassen. Gut, und dann begeben wir uns mal in den Konvoi rein. Wie schaut es denn eigentlich mit der Evakuierung aus? Tief
Tiefe und der Kiel beträgt 200 Meter, da können wir locker tauchen. Das ist locker flockig möglich. So, dann würde ich sagen, auf, ab, rein da rein. 4% Akku schon verballert? Naja. Handelsschiff, das sind halt alles Kriegsschiffe, das ist Wahnsinn, was die hier neuer Kontakt, Kriegsschiff, Anstrengung unternehmen. Entfernt sich in 19, in großer Entfernung. Das ermöglicht halt jetzt keine Angriffe du weißt schon, ne? Per 8-8er, also per Sack. Sondern wir müssen tatsächlich dann einfach reinhalten. Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, näher kommend, in und 40, 4, in großer Entfernung. Ich freue mich ja schon auf den Tag, wenn es dann heißt, Großkampfschiff entdeckt. Das wird cool. Wir haben einen Kampfverband gesichtet. Kurs 2, 5. Jetzt machen wir das Zero mal wieder rein, das Angriffszero, damit wir nicht sichtbar sind. Wir wollen ja nicht auffliegen. Also noch nicht direkt auffliegen. Wir fahren da jetzt einfach ganz gechillt rein. Seitlich. Problem ist, wir werden natürlich gleich entdeckt, ne? Obwohl wir da halt jetzt, wahrscheinlich weil wir halt auf Kampfstation sind. Das bedeutet, spätestens jetzt haben die U-Boot-Peilung. Wundert mich gerade, dass wir noch nicht angegriffen werden. So, wir schwimmen schön unter den beiden durch, das ist gut. Und 20, 2, in großer Entfernung. So, dann würde ich sagen, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt wird's lustig. Jetzt sollten wir im Prinzip die ganzen Schiffchen schön vor uns haben. Moment, falsches Rohr. So, machen wir unser Angriffsseerohr natürlich raus. Okay, es ist gerade ziemlich laut. Ich habe Angst, dass ich gleich wieder irgendwas ramme. Warum muss heute so ein verficktes Wetter sein? Nee. Scheint gut. Wir haben einen Kampfverband gesichtet. Kurs 1, dann, 4. Mein lieber Kollege, geht es los mit der Jagd. Wir müssen uns einen Ticken beeilen, weil wir haben ja, wie gesagt, Freunde an der Oberfläche. Wie schaut's mit dir aus? Können wir dich vielleicht zuerst angreifen? Irgendwie? Kampfverband in Sicht. Wahrscheinlich ja nicht. 7. Ja, guck mal, jetzt haben sie die Peilung aufgenommen. Das freut mich für die. Erinnert aber nichts an der Tatsache, dass ich ganz gerne hier reinhalten möchte. Aber nicht auf die Distanz. Das ist mir zu riskant. Am Ende verballere ich... jeder Torpedo ist halt mal wieder relativ wertvoll. Und da möchte ich jetzt keinen verschludern. So, machen wir Stufe 2, fahren noch ein bisschen näher rein. Ganz entspannt. Ich meine, die Begleitschiffe sind zwar schön und gut, die bringen halt aber nur so lange was, wie sie auch wirklich schützen. Was sie jetzt nicht mehr können, weil ich jetzt mittendrin bin und jetzt angreifen werde. Jetzt sofort, Moment. Jetzt Feuer, 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 Feuer. Feuer 1. Dann er hier. Ziel erfassen. Ziel wird erfasst. Ja, dann begeben wir uns auch nochmal rein, schießen auch auf die 2. Torpedotreffer. Torpedotreffer. Wir können natürlich auch noch ein bisschen warten, aber ich glaube, wenn wir auf die 2 schießen, ist glaube ich am sichersten. Dreht mich gleich wieder nach links, genau, so ist richtig. Immer wenn die nach links, die machen ja so einen Links-Rechts-Kurs, damit möglichst keine Torpedos das Schiff treffen. Das bringt ihm aber nur so lange was, wie er auch unvorhersehbar bleibt. Aber da er jetzt anfängt, quasi den gleichen Kurs jedes Mal erneut zu fahren, hilft ihm das nicht viel. Nein, stopp. Er hier. Er hat ja nicht mal allzu viel Fahrt drauf, das ist ja nicht so schlimm. Können wir ihm den Rest? Wie schaut's mit dem anderen Torpedo aus? Ja, der kommt auch sehr gut. Wir können uns den ganzen Quatsch ja mal von oben gönnen.
Upsala. Vielleicht können wir das so als Thumbnail nehmen, oder? Torpedotreffer. Ja, das wird das Thumbnail, bin ich mir relativ sicher. Ach, guck mal, und da ist unser kleiner Penöppel, der rausguckt. Und das sind wir. Schön entspannt gleiten wir in den Konvoi rein. Das ist sowas von cool. Also es ist einfach übel geil. So, aber wir werden jetzt gleich angegriffen. Die Kollegen sehen uns. Willst du mir jetzt sagen, du hast überlebt, oder wie? Also noch ein Torpedo verschwende ich jetzt nicht an dich. Haben wir denn schon einen zerstört? Nee, zerstört haben wir noch keinen, ne? Ne, haben wir noch nicht. Wir werden angepeilt und gleich wahrscheinlich gerammt. Deswegen muss ich mal gleich überlegen, ob ich einen Tauchgang einlege. Ich will aber noch ein Torpedo absetzen. Und zwar genau jetzt. Wenn wir da gleich reinfahren, schön entspannen, können wir sogar das Schiff hinter uns nochmal, dem nochmal eine mitgeben. Aber da, man sieht zwei kleine Schiffchen auf uns zusteuern, ne? Das ist etwas ungünstig. Was ist denn eigentlich mit ihm hier? Können wir da noch irgendwie reinhalten? Mit irgendeinem Torpedo? Ja, mit ihm hier. Wir sind sehr erfolgreich, was das angeht. Schon mal aufgefallen? Ne, wir gönnen uns noch nicht den Torpedo da vorne. Ist mir noch zu riskant. Dann nehmen wir mal lieber das hier. Und zwar jetzt diesmal hinten rein. Ein bisschen weiter hinter dem Punkt. Dann machen wir Rohr 5 bereit. Für das Schiff jetzt endlich mal hinter uns. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch endgültig absinkt. Absäuft, meine ich. Maschinenstopp. Rohr feuert 5. Ich hoffe halt jetzt, dass das wenigstens das Schiff zerstört, weil der kommt hoffentlich hinten rein. Oder halt, ja, ich glaube, der geht mittig. Mist. Obwohl, nee, doch ein bisschen weiter hinten. Torpedotreffer. Torpedotreffer. Willst du mich jetzt verarschen? Das Schiff da hinten ist immer noch nicht weg. Doch, ist es. Bevor das jetzt noch weiter zunimmt mit dem Pingen hier. Ja, gut, hat gezählt, sehr gut. Aber was soll denn der Quatsch mit den 4 Schiffen? Das zählt doch überhaupt gar nicht. Steht doch in gar keinem Verhältnis. So, und die wollen uns haben, ne? Tiefer, verdammt. Halbe Fahrt voraus. Da müssen wir mal ein bisschen abtauchen. Weil ansonsten rammen die uns gleich wieder und dann hab ich keinen Bock drauf. Nee, hab ich echt keinen Bock drauf. Oh shit. Oh shit. Beidrehen. Man sieht da die Wasserbomben. Oh shit. So, und da würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag. Wir befinden uns mitten in einer Gefechtssituation. Das ist so eine Kacksituation. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge und macht's gut. Tschüss.